Ich sollte vielleicht den Deckel mal zumachen, dann läuft das Wasser nicht aus. Ja, moin Leute, willkommen zurück bei Nerds Heaven Tech. Ich bin's Ronny, ihr hört schon, ich bin ein bisschen angeschlagen. Falls irgendwas mal in dem Video nicht ganz so hinhaut, ja, bitte entschuldigt mich dafür. Wir haben hier den Viomi Alpha 2 Pro, den haben wir auf dem Hauptkanal in der Mystery Gadget Runde schon mal vorgestellt. Und auffällig war er ja durch das Design und eigentlich auch durch die Features, beziehungsweise den Gesamtpreis. Denn wir haben ja hier eine Absaugstation mit Staubbeutel, der hier oben drin ist. Und das ganze Bundle kostet so um die 500 Euro. Je nach Händler und natürlich nach Marktlage. Auf Amazon liegt er bei 525, bei einem anderen Händler bei 465 Euro. Damit ist er auf jeden Fall einer der Geräte, die nicht wahnsinnig teuer sind, aber trotzdem coole Features bieten. Zum Beispiel hat man ja den Laserturm oben drauf und zusätzlich noch weitere Sensoren, die für die Raumeinmessung und Erkennung von Hindernissen zuträglich sein sollen. Und wie gesagt, so wie er hier steht, kriegst du den für 500 Euro. Und dazu gibt es auch noch eine Menge Zubehör. Also einerseits natürlich einen Austauschlappen für die Wischfunktion. Daran erkennt man auch, dass das wahrscheinlich eine einfache Wischfunktion ist. Gehen wir näher nochmal drauf ein. Es gibt auch diese Einweg-Wischtücher. Es gibt nochmal einen Ersatz rotierender Bürste für vorne. Wir haben noch einen weiteren Staubbeutel. Da sieht man dann auch, wie groß die sind. Und damit könnt ihr dann so 2, 3, 4 Wochen, vielleicht auch Monate mit überbrücken, je nachdem, wie schmutzig eure Wohnung ist. Da haben wir dann noch einen mit bei. Dann haben wir nochmal einen Haufen von diesen Einwegwischbeuteln. Und dann gibt es hier, Aufsätze meine ich, und dann gibt es hier noch eine Anleitung. Und ja, wenn man da die ganz teuren Exemplare manchmal kennt, weiß man, da kriegt man gerade mal einen so einen Beutel, einen so einen Aufsatz und dann war es das. Eine gute Anleitung auch schon, aber mehr nicht. Das muss man dem schon mal anerkennen. Auffällig ist tatsächlich das eher flache Design und ich finde allgemein, das Design fällt auch auf, denn es ist einerseits, okay, schwarz ist jetzt nicht neu, aber mit den goldenen Akzenten, mit dem Herstellerlogo, mit dem Herstellernamen oben drauf ist auch nochmal ein QR-Code. Dann halt auch hier an den Kanten so eine Goldverzierung mit drumherum. Ich finde, der macht was her. Und der ist halt nicht so wahnsinnig tief, nicht so wahnsinnig breit und auch nicht so wahnsinnig hoch. Wie gesagt, hier oben drin befindet sich dann im Prinzip die Klappe für den Staubbeutel. Den habt ihr schon gesehen, den kann man rausnehmen und wie gesagt, da kann man so 1, 2 Monate mit überbrücken. Man muss den ein bisschen fester zudrücken. Ansonsten ist hier im Prinzip die Absaugstation drin. Beziehungsweise, wenn ich das, den Stecker natürlich reinstecke, dann ist es auch natürlich die Ladestation. Beziehungsweise, das muss natürlich auch so sein, weil sonst wird der nicht geladen, beziehungsweise findet er den Weg auch nicht zu der Station. Es gibt hier, da habe ich letztens erst einen Kommentar bzw. eine Frage bekommen, keinen An- und Ausschalter separat für die Ladestation. Das heißt, wenn der Saugroboter nur einmal die Woche gefahren wird und voll ist, müsst ihr die manuell rausziehen. Einen An- und Ausschalter gibt es nicht. Oder ihr habt halt eben so eine smarte Steckdose, sagt ihr, okay, Steckdose, Wohnzimmer an, aus und dann könnt ihr das damit auch regeln. Ansonsten sieht das vernünftig aus, sieht gut verarbeitet aus, hat hier drumherum quasi so einen fließenden Übergang von dieser Öffnung. Klar, von hinten sieht man es nicht. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist Kabelmanagement. Das heißt, das Kabel liegt halt hier irgendwie so mit rum. Ansonsten aber ein schickes Ding. Dann haben wir hier, wir drehen das mal so nach vorne, dann den Saugroboter an sich. Wir haben eine Saugleistung von 4000 PA. Hier drin ist ein Akku mit 5200 mAh drin. Das heißt, wir können so 150 Minuten ungefähr mit dem reinigen. Auch hier sei gesagt, das liegt an euren Liegenschaften, an euren heiligen Hallen, was weiß ich, wo ihr das Ding fahren lässt. Habt ihr viel rumstehen, wo er immer dran vorbeifahren muss. Ne? Oder habt ihr einen Teppich, wo er dann drüber fährt, da erhöht er die Saugleistung. Entsprechend braucht er dort auch mehr Energie und kann natürlich dann nicht ganz die Reichweite erreichen. Aber weil er ja intelligent ist, fährt er natürlich in die Ladestation zurück, lädt auf und macht dann seinen Reinigungsvorgang oder setzt ihn dann weiter fort. Von daher kein Problem. Genau, 4000 PA ist jetzt, sag mal, eher der normale Standard. Das heißt, für Hartböden brauche ich das gar nicht, diese Saugleistung. Da reicht auch eine untere Stufe. Wenn ich auf dem Teppich bin, durch diese Teppicherkennung erhöht er die Saugleistung, dann zieht er mit den 4000 PA. Der ist dann aber schon relativ laut. Gesetzesfalles, ich lasse den fahren, wenn ich nicht zu Hause bin, dann stört mich das auch nicht. Sitze ich dann irgendwie daneben beim Kaffee, dann erschrecke ich mich vielleicht mal kurz, aber okay, dafür muss ich den Teppich halt eben selber nicht so absaugen. Auf der Oberseite sehen wir dann auch, wenn das jetzt nicht gerade reflektiert, leuchtende Symbole. Man sieht auch diesen carbonmäßig angehauchten oder Kunststoffoberfläche. Die Besonderheit ist hier, die kriege ich hier aber gar nicht ab. Das versteckt sich quasi alles in dem Bauteil, was ich hier rein und raus schiebe. Kommen wir aber erstmal zu der Vorderseite, denn hier ist die andere Besonderheit. Neben dem Lasersensor, der hier oben drauf ist, haben wir hier zusätzliche Sensoren auf der Front, die für die Hinderniserkennung und für die 3D-Erkennung oder 3D-Hinderniserkennung, wenn irgendwas im Weg liegt, mit zuträglich sein sollen und auch hier ein ziemlich gutes Erkennungslevel haben und auch sehr gut und vernünftig durch die Wohnung navigieren. Wie gesagt, der Lasersensor ist bei den meisten Standard. Es gibt noch welche, die nutzen Kreuzlaser auf der Vorderseite. Hier haben wir im Prinzip nochmal LiDAR-Sensor, die zusätzlich dann den Raum mit abtasten und
und natürlich auch hier den Bumper, wie man es kennt. Ich sagte gerade, das Bauteil ist ein bisschen anders, denn... Der MOP ist zurückgestellt worden. Was, der MOP? 2-in-1 Staubbehälter mit Wasserbehälter wurde entfernt. Nicht in Wasser ausspülen oder eintauchen. Deutsche Sprachausgabe gibt es gratis dazu. Und dann haben wir hier im Prinzip dann das komplette Bauteil oder diesen Bausatz, nenne ich es mal. Nein, das ist eigentlich übertrieben. Wir haben hier einerseits den Staubbehälter, der den Staub mit auffängt, der abgesaugt wird. Ihr seht aber auch schon, es kann dazu führen, dass ein paar Staubpartikel oder größere, schwere Sachen hier mit drin bleiben. Die müsst ihr dann einmal manuell rausnehmen. Aber alles, was fein und klein ist, das nimmt er dann über diese Leitung quasi mit in den Staubbehälter oder in den Staubbeutel mit auf. Die Kapazität liegt hier bei 200 Milliliter. Zusätzlich haben wir dann hier nochmal den Wassertank, der 320 Milliliter umfasst und halt, wie gesagt, komplett hier mit integriert ist. Zusätzlich gibt es hier natürlich noch das Reinigungstool, um dann halt im Prinzip auf der Unterseite die Bürste zu reinigen. Und hier sehen wir dann, ich sollte vielleicht den Deckel mal zumachen, dann läuft das Wasser nicht aus, sehen wir dann den Wischmopp-Aufsatz, den ich natürlich auch abmachen kann. Der vibriert nicht, der rüttelt nicht, der wird einfach nur durch die elektronische Pumpensteuer nass gemacht und hinterhergezogen. Das heißt, ihr könnt in der App einstellen, wie viel Wasserfluss soll denn sein, also wenig, viel oder ganz viel. Und umso mehr Wasser wird abgegeben, umso öfters müsste man den natürlich nachfüllen. Der Lappen wird nass gemacht und wird halt einfach nur so hinterhergezogen. Das ist natürlich praktisch, dass ich hier gerade einen Wasserfleck habe. Und dann zieht er den halt quasi einmal drüber. Das ist halt eben dann nicht die Königsdisziplin, die eine vibrierende Wischplatte hat oder Wischmopse, die auf der Unterseite rotieren und dann halt effektiver den Schmutz abreinigen können. Hier ist es einfach so wie früher im Prinzip, vor ein paar Jahren. Das Ding wird einfach nur hinterhergezogen. Wischleistung ist in Ordnung, darf ich aber nicht so viel von erwarten. Auf der Unterseite sieht es wie folgt aus. Es gibt natürlich hier noch Kollisions- und Sturzsensoren. Wir haben einseitig eine Bürste aus Gummi-Silikon-Gemisch. Wir haben hier unsere normale Bürste, die ich rausnehmen kann. Mit dem Tool, was unten auf dem Behälter mit drauf lag, kann ich das natürlich auch ein bisschen sauber machen und reinigen. Das müsst ihr auch regelmäßig machen, weil hier verfangen sich gerne trotzdem Haare und Co. Ne, gerade wer Tiere zu Hause hat, der wird das wissen. Irgendwann fährt er dann vielleicht auch gar nicht mehr, weil so ein Katzenspielzeug einfach mit aufgesaugt wurde und man das gar nicht mitbekommen hat. Aber ich komme hier relativ schnell ran, ist auch nichts Neues, also passt das. Was die Hindernisüberwindung angeht, auch hier haben wir dann wieder die Rollen, die um die 2,2 cm mit überwinden können. Umso flacher eure Bude ist, umso besser ist es natürlich. Und wer sich nicht ganz sicher ist, wie viel Flüssigkeit oder Staub hier eingesammelt werden kann, hier steht 320 Milliliter für den Wassertank bzw. für den Staubbeutel 200 Milliliter oder für den Staubbehälter. Kommen wir zu dem Reinigen. Die Navigation erfolgt sehr gut. Das funktioniert astrein. Auch die Teppicherkennung funktioniert sehr gut. Auch wenn der Wischmopp angesetzt ist. Das ist dann das Problem, dass wenn ich eine Spotreinigung zum Beispiel mache oder den allgemein reinigen lasse, dass die Teppicherkennung sagt, jo, ich kann die Saugleistung erhöhen. Mit dem Wischmopp aufgesetzt, fährt er da trotzdem drüber. Das finde ich ein bisschen blöd. Das könnte man per Update beheben. Man kann natürlich aber auch einfach eine No-Go-Area oder einen Sperrbereich machen, dass ich dann, wenn der Wischmopp dran ist, dann halt im Prinzip da nicht auf die Fläche drauf fahre, weil einen nassen Teppich braucht irgendwie keiner. Saugleistung auf dem Teppich ist in Ordnung. 4000 PA ist völlig okay, aber weil wir keine Walzen haben, die wirklich in die Teppiche reingreifen, ist die Saugleistung oder die Reinigungs- oder das Reinigungsergebnis halt einfach nur durchschnittlich. Da darf man jetzt nicht allzu viele warten. Wer halt viel Teppich zu Hause hat, kommt mit einem Akkusauger, der eine höhere Saugleistung hat, natürlich deutlich besser weg als mit so einem Gerät, was da so eine grobe Reinigung auf den Teppich vornimmt. Auf Laminat und alles, was man so an Hartböden hat, kann ich auch auf geringeren Saugleistungsstufen arbeiten lassen. Ich muss sie nicht auf der vollen Pulle laufen lassen. Das macht er auch gut. Der nimmt auch alles mit auf. Navigation, wie gesagt, überhaupt gar kein Problem. Hinderniserkennung auch gar kein Problem. Wo er dann auch ein bisschen Schwierigkeit hat ist auch bei anderen Saugern der Fall, wenn ihr flache Kabel irgendwie liegen habt. Irgendwie so eine Kabelpeitsche von eurem Ladegerät oder so, das liegt damit runter. Das kann durchaus passieren, dass er mit aufsagt. Oder ich habe es schon gesagt, durch ein Katzenspielzeug mit so einem dünnen Faden irgendwas, das würde er dann nicht erkennen. Da haben die immer alle noch so ein bisschen Probleme. Aber grundsätzlich alles, was ein bisschen größer ist, da fährt er drumherum. Das ganz gezielt. Das hat sehr gut funktioniert. Ansonsten fährt er auch sehr vorsichtig und relativ gemächlich an die Gegenstände ran beim Erkunden der Bude. Ja, also so wie ich mir das vorstelle, hat er das auch gemacht. Gibt gar keine Probleme. Saugleistung selber, das, was wir da hier so hindrapiert haben oder aufsaugen lassen wollten, hat er alles komplett mit aufgenommen. Gar keine Schwierigkeiten. Und wenn man den halt mehrfach in der Woche fahren lässt, hat man auf jeden Fall eine sehr grundsolide Reinigung in der Bude. Wie gesagt, der Teppich wird nicht unbedingt sauber, dafür ist das Gerät nicht ausgelegt. Die Wischleistung ist nur solide, nenne ich es mal. Da gibt es bessere Modelle. Bei 500 Euro erwarte ich das jetzt aber eigentlich nicht. Nettes Zubrot ist es aber. Wie gesagt, nasser Film wird halt mit hinterhergezogen. Er nimmt halt dadurch noch mal ein bisschen mehr Schmutz und Staub mit auf, was vielleicht durch die Rotation der Bürste oder durch das Aufsaugen selber vielleicht gar nicht immer mit aufgenommen wird. Das heißt, hier ist dann die Grundreinigung oder das Grundreinigungslevel noch mal ein Stückchen höher. Das passt. Wie gesagt, wer mehr will, muss dann auch deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Teppicherkennung, wie gesagt, funktioniert auch so hingegen gut, dass, wie gesagt, mit dem Wischmopp dann da drüber gefahren wird, No-Go-Area einrichten und dann passt das. Das finde ich tatsächlich so einen kleinen Minuspunkt. Ansonsten gab es in der Saugleistung, in der Reinigung bzw. in der Navigation hier eigentlich überhaupt nichts zu bemängeln. Ja, die Xiaomi Home App ist dann die App, die wir brauchen. Die meisten von euch kennen Xiaomi wahrscheinlich schon, Xiaomi auch. Ja, das ist tatsächlich irgendwie so noch eine Partner-Company davon. Also die gehören irgendwie noch alles mit zu dem großen Ökosystem von Xiaomi. Dementsprechend wird auch die gleiche App genutzt und da gibt es jetzt gar nicht so viel dran zu bemängeln. Man hat die Räume, die eingemessen sind, man weiß, wo die Ladestation steht, also hier das kleine hübsche Ding. Man sieht die Raumeinteilung, ich kann hier einmal draufdrücken und dann weiß man, okay, der soll zweimal reinigen. Ich habe eine spezifische Reinigung, ich kann sagen, ich soll da anfangen, dann soll er da hinfahren, dann soll er da hinfahren. Das ist alles gar kein Problem. Auch dann kann ich hier nochmal bearbeiten, was soll er denn da machen, soll er saugen, soll er wischen, auf welcher Stufe und so weiter. Das ist alles relativ einfach. Ich kann eine Spot-Reinigung machen auf einem Punkt zum Beispiel. Dann kann ich auch sagen, okay, eine Flächenreinigung. Dann kann ich das halt natürlich hier in der Größe anpassen. Jetzt will ich es gerade nicht und noch verschieben. Also je nachdem, wo ich es haben will. Den Modus, wie soll er machen? Soll er jetzt saugen? Soll er nur wischen? Soll er saugen und wischen? Ne? Also wer einen Teppich zu Hause hat, macht es Sinn, wenn man sagt, okay, der soll jetzt nur saugen und nicht wischen, weil ich vielleicht keine No-Go-Areas eingerichtet habe. Das kann ich aber tun. Das ist, wie gesagt, alles gar kein Problem. Einfach auf Karte klicken, dann kann ich hier zum Zoneneditor, da kann ich das umbenennen, ich kann sie teilen, ich kann sie wieder zusammenlegen. Ich kann aber hier natürlich auch die virtuellen Wände einfach einlegen und sagen, okay, die packe ich jetzt hier hin oder ich mache jetzt hier einen kompletten Sperrbereich, speichere das Ganze ab und dann fährt er halt auch nicht mehr hin. Und ansonsten ist es eigentlich eine sehr, sehr einfache App, die jeder versteht und die intuitiv ist und ja, ich stelle alles mit ein und fertig. Xiaomi Alpha 2 Pro, wie gesagt, ungefähr am Straßenpreis von 500 Euro. Ein schickes, vernünftig navigierendes und gut reinigendes Gerät. Minuspunkte gibt es quasi dann in dem Punkt mit der Wisch- oder Nassreinigung, weil einfach da nur ein Lappen hinterhergezogen wird, auch wenn das elektronisch gesteuert ist, wie viel Wasser da fließen soll. Aber da vibriert nichts, da rüttelt sich nichts, da dreht sich nichts und somit ist die Effizienz beim Reinigen ein bisschen geringer als das, was die teuren Modelle da halt einfach mit rotierenden und vibrierenden Gerätschaften daherbekommen. Ebenso ein kleiner Negativpunkt, im Prinzip die Teppicherkennung, die zwar sehr gut funktioniert, aber ich No-Go-Areas einstellen muss, damit er mit dem angesetzten Wischmopp dann nicht auch über die Teppiche rüberfährt. Das finde ich dann halt irgendwie nicht ganz so cool. Vielleicht wird das noch mit einem Patch geändert. Ansonsten lässt man den Wischmopp einfach ab, weil er bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel und wenn ich halt eben Teppich habe, möchte ich natürlich die maximale Saugleistung nutzen, was der auch gut macht. Die Leistung reicht für einen Teppich aus, wenn die aber Kerntiefen verschmutzt ist, dann kriegt der es auch nicht sauber. Das ist wie gesagt halt eher so eine oberflächliche Reinigung und so eine Geräte sind dann doch für Hartböden, Holz, Fußboden, Laminat, Parkett und sonstiges Fliesen natürlich gut geeignet oder sehr gut geeignet, weil die da halt am effizientesten arbeiten können, weil die navigieren vernünftig, die saugen vernünftig, brauchen nicht die volle Saugleistung und das macht er ja sehr gut. Er sieht wie gesagt stylisch aus und spart mir ein bisschen Arbeit, weil ich durch diesen Staubbeutel, den wir jetzt hier oben drin haben, einfach mal ein paar Wochen lang den nicht großartig warten muss. Ich habe aber schon gesagt, Wartung der Bürste auf der Unterseite bzw. vom Staubbehälter, falls wenn größere Partikel drin sind, da muss man schon mal gelegentlich mit reingucken. Aber ich muss nicht nach jeder Reinigung, weil der Staubbehälter mit 200 ml sehr klein ist, nicht jedes Mal reingucken und sagen, okay, ich muss den leer machen, weil das vergisst man mal und irgendwann ist das Ding so zu, dass er gar nichts mehr aufnehmen kann. Passiert euch hier nicht, wird abgesaugt, ist relativ laut in der Absaugeinheit, das dauert aber nicht so lange und wie gesagt, im besten Fall ist man eh nicht zu Hause. Und für den Preis von um die 500 Euro, muss ich sagen, finde ich das ein sehr interessantes Gerät. Es macht all das, was ich persönlich so brauche. Wer jetzt keinen Fokus auf Wischen legt, ist hier gut beraten, bekommt eine Absaugstation mit dazu, eine stylische, kleine, flache, das sieht jetzt eher aus wie, keine Ahnung, irgendwas anderes, aber nicht wie so ein Mülleimer, wie wir ja auch schon zum Teil vorgestellt haben. Also von der Seite passt das und viel zu bemängeln habe ich das eigentlich noch gar nicht. Die Navigation funktioniert, die LiDAR-Sensoren funktionieren gut. Genau das, was beworben wird, macht das Ding. Ja, wenn ihr noch Fragen haben solltet, rein damit in die Kommentare. Ansonsten bei uns auf der Webseite gibt es auch einen Testbericht dazu. Und ansonsten schone ich jetzt meine Stimme und bin weg. Macht's gut.